Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute mal ein etwas anderes Thema, vielleicht schon im Titel rauszulesen. Es geht so ein bisschen um das Mobbing nach irgendwelchen Runden, speziell um COD. Natürlich kann man das auch widerspiegeln in irgendwelchen anderen Spielen, auf PC, Xbox, PlayStation, wie auch immer, oder Cybermobbing im Allgemeinen. In Sachen Internet wird es da den Leuten sehr, sehr leicht gemacht, weil das alles relativ anonym abläuft. Das finde ich ein bisschen asozial. Wie ich eigentlich zum Thema komme, ist leicht erklärt. Ich bin in drei verschiedenen Facebook Black Ops 4 Gruppen. Und da bin ich heute auf einen interessanten Post gestoßen. Da war einer einfach nicht so gut und hat das auch so richtig bekannt gegeben, hat gesagt, er kriegt das halt nicht so richtig in meine Drohne oder sonst irgendwas erspielen. Und da kriegt er ganz oft irgendwelche Hate-Kommentare von wegen, deinstalliert das scheiß Spiel, du Lappen, du Noob, hast du nicht gesehen. Ach, da ist eigentlich so kreativ keine Grenzen gesetzt, was da so alles für Scheiße noch so rauskommt. Möchte ich gar nicht so weit drauf eingehen, was die Leute da so Fantasie haben. Auf jeden Fall finde ich, sollten solche Penner kein Gehör finden. Ich stelle mir bei solchen Leuten einfach immer wieder vor, also ich drücke das jetzt mal so respektlos, meiner Meinung nach, wie möglich aus, weil ich der Meinung bin, dass die Leute keinen Respekt verdient haben. Ich stelle mir mal vor, wenn solche Leute sowas schreiben, dass das irgend so ein ekelhafter, fetter Wichser ist, der auf seinem versifften Gamingstuhl sitzt, wahrscheinlich sich 2, 3 Tage nicht geduscht, stinkend in seinem fettigen Haar, wahrscheinlich überall noch Cola-Dosen, Pizza-Packungsreste und hat wahrscheinlich noch die Hälfte seiner Pizza-Scheiße im Gesicht kleben. Sowas stelle ich mir einfach vor und denke mir, was ist das nur für ein abgeranzter Scheiß-Penner? Der gerade eine geile Runde hatte. Kann ja sein, dass der richtig gut spielt. Möge ja sein. Irgendeiner muss halt der Schlechtere sein. Ja, na, der da so richtig geil die Runde hingelegt hat, die Leute alle wegrasiert und denkt sich dann, boah, da ist so ein Noob, der hat vielleicht nur 5 Kills und ist 20 Mal verreckt. Boah, den schreibe ich jetzt mal den Mega-Hate-Kommentar. So, das ist einfach nur das Allerletzte. Ich habe das selber auch schon ein paar Mal erlebt, ist schon eine Weile her. Hatte vor kurzem, da war Black Ops 4 noch nicht draußen, habe ich ein bisschen Black Ops 3 gezockt. Da hatte ich eine richtig coole Runde hingelegt, die war wirklich mega. Und da schrieb jemand auf Englisch, ich übersetze einfach mal kurz und knapp auf Deutsch, du scheiß Cheater, ich melde dich und das kann nicht sein, bla bla bla. Ja, sicher, war eine geile Runde. Ich habe das einfach positiv gesehen, ich habe da eh ein dickes Fell, weil mir das einfach Latte ist, was andere von mir halten. Was die schreiben, ist mir auch mega Bockwurst. Ich habe es mir aber in dem Moment, was man für sich vielleicht verkneifen könnte, einfach nicht nehmen lassen, einfach darauf zu reagieren und habe geschrieben, Mensch, wenn jeder Zweite, der besser spielt als du, was wahrscheinlich der Fall sein wird, ein Cheater ist, dann Applaus, dann hast du viel geschafft in deinem Leben, dann musst du wahrscheinlich wirklich jeden Zweiten melden, der wahrscheinlich ein Cheater ist. Eine Reaktion kam nicht, wahrscheinlich hat er es nicht verstanden, weil er zu dumm ist. Ja, wie gesagt, ich finde, solchen Leuten sollte man kein Gehör schenken. Man sollte sich ein dickes Fell anlegen, einfach weil ihr rein da raus völlig Latte. Einige haben unter den Kommentaren noch geschrieben, Mensch, üb einfach ein bisschen, werde besser, hast du nicht gesehen, kann ich nur bestätigen. Es gibt genug Tipps und Tricks, Videos bei YouTube zuhauf. Wenn jemandem das Video gefällt und er meint, Mensch, das ist cool, was du da erzählst, mach doch auch mal Tipps und Tricks, schreib es in die Kommentare, wenn sich da genügend finden, bin ich da gerne bereit, da ein Video drüber zu machen, habe ich gar kein Problem. Ein Tipp von mir selber, den ich jetzt einfach mal kurz und knapp sagen kann, macht euch einfach mal eine eigene Lobby, wo ihr Bots einstellt. Die könnt ihr so gering wie möglich an der Schwierigkeit einstellen. Auf Rekrut, keine Ahnung, oder die zweite Stufe, dass die wenigstens ein bisschen agieren. Spielt frei für alle, macht so viele Bots wie möglich, nehmt die Waffe, die ihr am besten spielt könnt und rotzt einfach mal eine Stunde auf der Lieblingsmap, die ihr habt, oder um die Maps einfach ein bisschen besser kennenzulernen, Deckung zu nutzen, den ganzen Scheiß. Dadurch werdet ihr bewusst besser und irgendwann geht in eine Lobby, krallt euch die Penner. Macht sie fertig. Und selbst wenn nicht, hier rein, da raus, scheißegal. Wie gesagt, am besten nicht drauf reagieren, weil je mehr man reagiert, desto mehr Freude finden sie an dem Scheiß. Und das finde ich mega asozial. Und eins, was ich sehr motivierend finde, ich mache YouTube jetzt noch nicht so lange. Und ich kann sagen, also wenn ich jetzt, sage ich mal, einer wäre, der wirklich nicht gut spielt, war in der Vergangenheit so, also habe ich mir Tipps und Tricks-Videos auf YouTube reingezogen, denke mir, boah, okay, jetzt nimmst du mal die Waffe, die der krasse YouTuber da nimmt, die Perks, boah, da wirst du wahrscheinlich richtig reißen. Gesagt, getan, natürlich hast du es nicht gerissen, ist aber auch völlig normal. Fakt ist, dass es natürlich in YouTube-Videos ein bisschen Blenderei ist.
Ich denke mal, zu 99% lädt jeder YouTuber natürlich nur ein Video hoch, wo er sagt, boah, hinter dem Video stehe ich, das war eine richtig geile Runde, die lade ich hoch. Natürlich lädt kein YouTuber eine 10 Kills und 30 Tote, das lädt keiner hoch, weil das einfach langweilig ist. Natürlich könnte man das ein oder andere Video, was vielleicht nicht so gut war oder das Gameplay nicht so gut war, das kann man sich auch hübsch schneiden. Man schneidet einfach ein paar Tote raus und einfach nur die geilsten Kills. Das kann auch ansehnlich sein. Zum eigentlichen Ding, was mir Mut gemacht hat, einer meiner Top-YouTuber, die ich schon seit Jahren verfolge, da habe ich mir den Spaß einfach mal gemacht, habe einen Stream angemacht. Der ging, glaube ich, 5 Stunden. Und der YouTuber, der wirklich es gut auf dem Kasten hat, der hat locker eine Stunde gebraucht, um ein vernünftiges Gameplay hinzuzaubern. Das heißt, im Endeffekt, die ganzen Hardcore-Gamer kochen auch nur mit Wasser, wie wir alle. Auch die brauchen manchmal stundenlang, um vielleicht eine geile Lobby zu finden. Was auch so ein Thema für mich ist, geht aus den Lobbys, wenn ihr total rasiert werdet. Es gibt nichts Demotivierenderes, als die ganze Zeit auf den Sack zu kriegen. Es ist manchmal so, manchmal habt ihr vielleicht eine scheiß Internetleitung, einen scheiß Ping, eine scheiß Lobby, wo einfach die Gegner laggen. Das hat man manchmal nicht so richtig in der Hand. Das ist einfach Fakt. Das kann dann halt mal eine Weile dauern, bis man die richtige Lobby findet. Habt ihr einfach mal die richtige gefunden, bleibt in der Lobby, solange es geht. Und ansonsten lasst euch nicht demotivieren, wie gesagt, jeder Hardcore-Gamer hat auch mal einen schlechten Tag, was mich selber einfach mal motiviert zu sehen, Mensch, meine Gameplays sind auch nicht immer die schönsten und ich brauche manchmal 2, 3 Tage, um ein Gameplay zu erspielen, wo ich sage, das lohnt sich wirklich auf YouTube hochzuladen. Das ist einfach manchmal so. Also nehmt das nicht zu ernst, ich finde das gar nicht so wild. Ansonsten Tipps und Tricks gibt es, wie gesagt, zuhauf bei YouTube. Zieht euch einfach ein bisschen was rein, lasst euch nicht unterkriegen, scheißt auf die ganzen Penner. Ich finde, das ist es nicht wert. Und wenn da jemand halt schreibt, deinstalliere am Arsch, dann mach erst recht weiter. Wenn ich jetzt mit meiner Familie, Mensch, ärgere dich nicht, spiele und da Verlierung vor den Sack kriege, dann sagt auch keiner, du bist ein scheiß Noob, ne? Es ist eben immer einfacher im Internet, so sage ich mal, gesichtslos jemand zu sagen, was er für ein Lappen ist, als wenn er vor dir steht. Weil so ein hässlicher Drecksack würde dir das wahrscheinlich gar nicht trauen, ins Gesicht zu sagen, weil er dann erstmal merkt, oh, das ist dann vielleicht ein gestandener Kerl, von dem würde ich richtig eine gedrückt kriegen. Wie gesagt, sollte kein Gehör finden. Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn das Video so ein bisschen geteilt wird. Ein Daumen hoch für alle Leute, die dagegen sind, dass die Leute einfach sinnlos fertig ge gemacht werden. Weil es gibt einfach mal Leute, die haben kein dickes Fell, denen geht das nahe. Die deinstallieren vielleicht wirklich das Spiel, was ich total dreckig finde. Einfach am Ball bleiben, üben, üben, üben. Fertig aus. Ja, wie gesagt, teilt das Video, würde ich mich mega darüber freuen. Gibt den Arschlöchern keine Chance. Das war's von mir. Wie gesagt, Daumen hoch. Ein Abo würde ich mich natürlich auch sehr darüber freuen. Und das nächste Video ist dann auf jeden Fall wieder eins mit Gameplay. Viel Spaß, schönen Abend, haut rein, ciao.